So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Teil 2, ich gegen den Titan. Ich sag immer Terkin, warum eigentlich? Ich bin so Terkin fixiert, das finde ich beängstigend. Wenn er jetzt gleich wieder volles Leben hat, dann war das dumm, was wir gemacht haben und überflüssig. Hat er. Okay, dann müssen wir uns das schenken. Das Spiel ist ja nicht doof. Eindeutig ist es nicht doof. Das ist richtig scheiße. Also nichts für... Ja. Komm. Also zurück und Tränke aufbauen ist nicht. Ist eine ganz dumme Idee. Das muss man einfach mal so sagen. Lass das. Könnte ich doch mal eben... Danke. Schön, machst du das. Ganz toll. So, und weg. Sechs, fünf, drei. Lass das, mein Freund. Meine Fresse nochmal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür die Statuen gut sind. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass sie mir irgendwas bringen könnten. Aber das war wohl eine Fehlannahme. Weil die sehen eigentlich so aus, als wenn sie uns was bringen könnten. Naja, mach du mal. Lass das. Ich mag das nicht. Komm. Lass es einfach, du Arsch. Deine Lebenskraftentzug ist natürlich richtig böse. Alter. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Komm. Da ist noch mal was, was wir uns... Ja. Mann, ey. Wie böse ist das alles nur? Weg. Lass es einfach. Ja. Ganzer Held dank Schappi und so. Das kann echt dauern, ey. Das kann richtig dauern, bis wir den platt haben. Vor allen Dingen, wie gesagt, zurückporten wegen Tränke oder sowas ist partout kein Mittel. Hallo. Hallo. Scheiß Lebenskraftentzug. Ja. Autsch. Lass es doch einfach. Du hast echt eindeutig Spaß daran, oder? Arschloch. Naja, komm. Gib mir Lebensenergie. So, dann versuchen wir jetzt mal 6, 7, 3 und weg. Lass es doch einfach, Mann. Dann nochmal die 3. Ja. Ist klar.
Na dann. Arsch. Lass es. Klaut er mir wieder mein komplettes Mana, der Penner, ne? Ah, komm her. Ah, Alter, ey. Alter, der ist auch, ich weiß nicht, wie viel Level über mir. Das ist nicht sehr nice alles. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Leute? Ach ja. Tja, ich glaube, mit 3 bis 4 Folgen für heute Abend lag ich ja gar nicht mal so verkehrt. Weil ich ja in einer gewissen Regelmäßigkeit sterbe, während er eigentlich nicht mal annäherungsweise gefährdet ist zu sterben. Und da habe ich jetzt auch echt eben gepennt. Es geht eigentlich nur mit der Taktik drumherum und dann versuchen im richtigen Moment mit dem Speerstoß und... und oder dem Schildstoß hinterher zu gehen, wobei der Schildstoß ja gar nicht die Wirkung hat, die er eigentlich haben sollte, nämlich ihn mal für einen ganz kleinen Moment von mir aus auch nur still zu machen, sodass ich dann auch wirklich mal zuschlagen kann. Also entweder ist er zu schwach geskillt oder ich weiß es auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen, offen gestanden. Aber es geht weiter, auf ihn mit Gebrüll oder wie heißt es so schön. Wie sieht er denn aus? Ich kann es ja nicht sehen. Würde es allerdings... ja, er ist zumindest nur angekratzt. Die Befürchtung war jetzt ein Stück weit, dass er wieder auf... oh! Weg, 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 weg. Oh, leck mich am Arsch. Entschuldigt. Ja, ich finde das alles nicht witzig gerade. Und die Frage, die sich mir so stellt, was zum Teufel hätte ich tun müssen, damit ich hier nicht so untergehe? Ich muss mal einen Schluck trinken. Kleinen Moment, mein bitte. Da bin ich wieder. Und ganz offen gestanden, ich werde mir jetzt eine Zigarette anzünden, um mich selbst ein bisschen zu beruhigen. Weil mich das gerade ein bisschen nervt. Und das ist vorsichtig gesagt. Der Stufen über mir, ich weiß gar nicht mehr wie viele, 6, 7, 8, keine Ahnung. Und er ist deutlich stärker als ich, er hat deutlich bessere Resistenzen und ich kann eigentlich nur so ran, zuschlagen, weg. Allerdings mache ich auch nicht sonderlich viel Schaden, das kommt erschwerend mit dazu. Ja. Versuchen wir es nochmal. Gucken wir, wo er jetzt von seinem Heldspegel ist, ob er immer noch etwas, wenigstens etwas herunter ist, so wie wir es vorhin hatten, oder ob er schon wieder regeneriert ist. Weil dann verliere ich so langsam sicher die Lust. Das gestehe ich auch ganz ehrlich. Weil das wäre jetzt nicht fair. Ich bin jetzt x-mal gestorben. X-mal wohlgemerkt. Ja, ist ja gut. Nee, ist aber immer noch ange... ach, leck mich. Höre auf damit. Man
ist da vollkommen unterlegen, ob man will oder nicht. Eieieiei. Weg da, renne, renne. Oh nein, das wird wieder nix. Oh, Alter. Bleib doch nicht immer stehen, du Penner. So, jetzt aber hier. Und weg. Wenn du mir meinen Mana klaust, ist das okay. Das macht mir jetzt nicht ganz so viel. Aber diese scheiß Lebenskraftentzug, der ist scheiße. Weg. Weg, 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 weg. Weg. Na, warum bewegt er sich jetzt nicht? Mann, 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 Mann. Ja, ja, ja. Komm, die 8. Die 8. Ja, so, ja, so oder so ähnlich. Einmal versuche ich es noch und ansonsten mache ich für heute eine Pause. Weil ich gerade ein bisschen gefrustet bin und muss mir mal über meine Skill und Gedanken machen, ob die so... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil ich mache ja echt so gut wie gar keinen Schaden bei dem Vogel. Aber echt so gut wie überhaupt nicht. Das ist echt frustrierend gerade. Man merkt das vielleicht auch ein kleines bisschen. Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall gerade gefrustet. Anders kann man es nicht sagen. Ja, du bist der Beste. Es ist echt so frustrierend. Du gehst einmal nah ran. Und schon ist Feierabend. Weg. Ich glaube, ich habe den nicht mal halb runter bisher. Ach ja, Arschloch. Hast du dir wieder... Ach, er hat sich wieder Leben von mir gezogen. Ja, dann habe ich natürlich keine Chance. Ja, Leute, ich breche das jetzt hier an dieser Stelle ab. Guckt mir nochmal meine Skillung an, weil das macht alles relativ wenig Sinn. Und hoffe, bei der nächsten Aufnahme, die frühestens, mal gucken, wann ich das schaffe, stattfindet, zu schauen, wie ich das hinbekomme. Ich bedanke mich für euer Zusehen, war sehr frustrierend. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen schmunzeln können über meine Blödheit. Und sage mal, bis zum nächsten Mal dann, euer Alt-Ernie. Tschüss, tschüss. Before the light of the gods entered the world, there was only darkness ruled by Titans. After an epic war, Zeus seized the heavens and exiled the Titans, seeking to imprison them for all eternity. The lands were cleansed and mortals flourished, but arrogance precedes many a fall, and even a god's prison may be breached.